So, wir sind jetzt unter der Conciergerie angekommen oder noch davor. Wir müssen auf jeden Fall jetzt hier rein. Und ich habe die Befürchtung, oder ich kann mich noch erinnern, dass gleich das erste Rätsel kommt. Und ja, ihr werdet gleich merken, dass ich ja, da nicht so begeistert von bin. Das Kreuz kommt mir bekannt vor. Das habe ich doch schon mal gesehen. Es ist auf das Tischtuch gestickt, das ich in der Wohnung von Madame Cachan habe mitgehen lassen. Ich bin also auf der richtigen Spur. Joa, wir müssen jetzt hier rein. Ich versuche, den Zaun wegzudrücken, aber er bewegt sich kein Stück. Ein seltsames Paar Schlösser verhindert, dass die Tore entriegelt werden. Jo, und vielen wird das bekannt vorkommen. Gibt's auch als App, habe ich auch drauf. Ich hasse es. Dieses Unblock-Me oder wie der Kack heißt. Ja, du musst die rechteckigen Balken so bewegen, dass sich der Riegel auf die andere Seite bewegen kann und sich das Tor öffnet. Die Balken lassen sich entlang ihrer ganzen Länge verschieben. Manche von ihnen nur horizontal, andere nur vertikal. Um einen Balken zu verschieben, klicke ihn an und schieb ihn waagerecht oder senkrecht dorthin, wo du ihn haben willst. Ja, ich will sie am liebsten ganz alle aus dem Weg haben. Wir müssen diesen Teil des Riegels auf die andere Seite bringen und ja, gleich auf der anderen Seite müssen wir dasselbe auch nochmal machen. Ich kann mich erinnern, dass die Seite, glaube ich, ja, fand ich angenehmer und konnte ich, glaube ich, schneller lösen. Aber ja, ihr werdet gleich sehen, dass ich da total versage. Ich hasse diese Spiele. Ich bin da so eine Niete drin. Es geht gar nicht. Okay. Also, Moment mal. Okay, das hat es jetzt irgendwie nicht gebracht. Ja. Oh, ich hasse diese Spiele. So. Jetzt habe ich das so. Und jetzt habe ich das so. Und jetzt hierhin. Ah, nee. Moment mal. Ich muss das doch irgendwie. Nee. Moment mal. Ach, Orion, was mopperst du denn? Ja, ich kümmere mich jetzt hier gerade um mein Spiel und nicht um dich. Tut mir leid. Kommt auch mal vor. Ja, und jetzt? Oh Mann. Ich hasse es. So. Geht mir nur noch um dieses doofe Ding hier. Wie kann ich das denn mal hier ganz aus dem Weg räumen? Ich muss das irgendwo hier unten hinkriegen. Nee, Moment mal. Ah, nee, Moment mal. Erstmal den hier weg. Dann kann ich den hier weg und dann kommen die hier weg. Und dann. Ah, so. Da und der und. Ha! Der erste ist soweit. Jetzt nur noch einer. Joa. Ging ja schneller als gedacht. Jetzt nur noch den. Ja, genau das gleiche Spielchen. Und ja. Nee. Das ist der hier, der Knackpunkt. Mal hier. Dann so, dann haben wir schon mal den hier. Nee. Nee, da kann ich jetzt hier gar nichts mehr bewegen. Moment mal, du erstmal wieder zurück. Oder doch?
Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Nee, das bringt's ja nicht. Ja, und jetzt? Moment mal. Nee, jetzt habe ich das hier. Oh nein, ach Mann. Ich kann da auch nicht mit Logik dran gehen. Ich bezweifle, dass es da auch irgendeine Logik für gibt. Weil ich finde, das ist wie der Rubik-Würfel. Das ist sinnfrei. Es ist einfach sinnfrei. Moment mal, was ist denn, wenn ich jetzt... Nee, da mache ich ja alles wieder zurück. Das will ich doch nicht. Moment mal. Jetzt habe ich hier... Nee. Ah. Nee, jetzt ist der mir im Weg. Och Mann. Och nö. Jetzt stört der mich hier. Ach nein. Moment mal. So? Nee, so. Und jetzt kann ich... Ah! Yippie! Eine Erziehung in der Klosterschule ist immer noch die beste Voraussetzung, um Schlösser zu knacken. Ja. Also, ich war ja auf einer Klosterschule, aber das habe ich dann nicht gelernt. Also nicht, dass ich mich erinnern kann. So, hinein ins Vergnügen. Für einen Raum voller Müll war das ein sehr cleveres Schloss. Irgendwas an diesem Raum stinkt mir, und das meine ich nicht nur wörtlich. Okay. Man könnte fast annehmen, der Zaun soll gleichzeitig als Brücke dienen. Ja, tut er ja auch. Oha. Das hat's jetzt gebracht. Ja, was haben wir hier? Eine alte Geschosshülse. Was die wohl hier zu suchen hat? Das Boot zu bewegen würde es nur völlig ruinieren. Okay. Dann versuchen wir mal hier weiter die Tür zu öffnen. Kein Griff. Nichts Offensichtliches. Aber es muss einen Weg geben, sie aufzumachen. An den beiden Seiten sind die Wörter Sinister und Dexter eingeritzt. Nun, jede brave Klosterschülerin wie ich kennt natürlich die lateinischen Begriffe für links, rechts. Aber was haben die hier zu suchen? Ah, Sinister und Dexter. S und D, das hatten wir doch hier auf dem Tuch. Der eingefärbte Zylinder hat mir als Druckwalze seine geheime Nachricht verraten. Da steht Unterricht. Darunter sehe ich die Buchstabenfolge SDS, SDSS. Genau, das müssen wir jetzt gleich in die richtige Richtung bringen. Hier muss der Steinzylinder rein. Rätsel gelöst. Carchons Steinzylinder gleitet in das Loch und rastet mit einem wohltuenden Klick ein. Genau, und jetzt müssen wir das einmal nach links. Ein befriedigendes Klicken verrät mir, dass ich ihn in die richtige Position gedreht habe.
Fühlt sich an wie die einrastenden Riegel eines Tresorraums. Dann einmal nach rechts. Noch ein Klick. Wieder einen Schritt weiter. Dann zweimal nach S, also zweimal links. Nochmal. Dann einmal nach rechts. Und dann war es jetzt noch zweimal nach links, ne? Ja. Ha. Ich liebe das Geräusch sich öffnender Schlösser. Haha, wunderbar. So, ich weiß noch, ich kann mich noch erinnern, genau, dass ich diese Geschosshülse gleich plattwalzen muss. Oh mein Gott! War das jetzt richtig? Ich weiß, dass ich das noch machen musste, aber... ja, die hält das jetzt fest. Ohne etwas zum Abstützen fällt das Kreuz direkt wieder runter. Wenn ich mir die Tafel genauer ansehen will, muss ich einen Weg finden, das Kreuz oben abzustützen. Ach, das muss ich auch mit der Geschosshülse machen, richtig. Gut, ich war jetzt schon wieder einen Schritt zu weit, aber naja, gut, dann habe ich das schon mal hinter mir. Die Steinplatte hat ein Ende der Geschosshülse zusammengequetscht. So, jetzt nochmal Kreuz hochheben. Hochheben. Ach Nico, lauf doch mal schneller. Als ich das Kreuz angehoben habe, schloss ich die Eingangstüre und eine Art Steintafel öffnete sich. Genial. Genial, gut. Dann stützen wir jetzt mal dieses geniale Kreuz. Das Steinkreuz ist abgestützt. Jetzt kommen wir doch langsam weiter. Ja, und da muss wieder der Steinzylinder rein. Den ich natürlich nicht mitgenommen habe. Ich intelligentes Tier. Also, nochmal zurückspulen, auf Anfang. Hallo, Hülse. Ich nehme die Geschosshülse weg. So, jetzt nochmal. Genau, den muss ich ja mitnehmen. Aha. Ich entferne den Steinzylinder. So. Und selbes Spielchen nochmal. Ich glaube aber, nachdem ich das jetzt gemacht habe, muss ich den, glaube ich, nicht wieder mitnehmen. So, Hülse. Unterkreuz. Und Steinzylinder in Loch. Das Artefakt passt perfekt in das Loch. Ich höre, wie hinter den alten Mauern irgendein Mechanismus knarzend in Gang kommt. Aber irgendwas wurde dadurch ausgelöst und steckt jetzt fest. Genau, und dafür brauchen wir jetzt diese Hülse. Weil wir haben sonst nichts anderes im Inventar, was wir gleich da in diese Spalte stecken können. Das Kreuz klappt nicht mehr runter. Irgendein Mechanismus hält es oben. Wunderbar. Genau, weil wir hätten jetzt nichts anderes gehabt, was schmal genug ist oder in der Art, womit wir die Steintür jetzt hier hätten aufhebeln können. Ein weiterer guter Verwendungszweck für eine Geschosshülse. Noch ein Geheimraum. Irgendwer hat etwas zu verstecken. Aber was genau suche ich? Joa, da bin ich auch mal gespannt, weil hier an den ganzen Raum und alles weitere habe ich mich jetzt noch einigermaßen gut erinnern können. Ich weiß jetzt allerdings nicht mehr genau, was uns in dem nächsten Raum erwartet. Joa, mal schauen.
Mann, oh Mann. In der Dunkelheit kann ich erkennen, dass es ein Arbeitszimmer ist. Aber was für Arbeit? Und was hat es mit Cargon zu tun? Ja, das sieht doch sehr, sehr spannend aus. Bevor ich aber hier weiter in dem Arbeitszimmer rumwühle und, wieder mich durchforste, mache ich erstmal wieder eine Aufnahmepause und wir sehen uns dann später wieder. Ciao!